Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich wie immer bei meinen Sponsoren bedanken. Vielen Dank ans Musikhaus Wottruber in Wien und an den Winzerhof Neustifter im südlichen Weinviertel. Vielen Dank, lieber Bernie. Meinen heutigen Gast vorzustellen ist gar nicht so einfach, weil er schon so viel in seinem Leben gemacht hat. Er ist wirklich eine lebende Legende. Er war von 1964 bis 2000 Soloposaunist der Wiener Philharmoniker, Mitbegründer vom Josel-Trio. Er hat Geschulen geschrieben, Unterrichtswerke. Wie ich mit 16 Jahren auf die Universität gekommen bin, habe ich schon seine Tonleiterstudien gespielt, Rhythmikstudien und so weiter. Er hat mit Jazzgrößen auf der ganzen Welt gespielt, unzählige Aufnahmen gemacht. Und jetzt sitze ich bei ihm im Wohnzimmer und darf ihn interviewen. Vielen Dank fürs Mitmachen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, lieber Rudi Josel. Ja, gerne, danke. Mach mal. Wie gesagt, ich sitze ja da heute wirklich neben einer meiner ganz großen Vorbilder und Legenden. Und ich habe heute ganz besonders viele Fragen mit, was ich mir schon immer stellen wollte. Ich würde vielleicht sagen, fangen wir ganz von vorne an. Wie sind Sie zur Posaune kommen, zur Musik, wie waren die ersten Begegnungen überhaupt? Ja, die ersten Begegnungen, ja, da war ich noch in der Hauptschule, ich habe nur Volksschule, Hauptschule gemacht. Das war nach dem Krieg so, mein Vater war in, ganz hinten in Sibirien, Gefangenschaft, erst im 49er Jahr, 48, 49er Jahr wieder zurückgekommen. Der war auch Musiker bei der Militärkapelle, der hat alle Instrumente gespielt und beim Wettbewerb, Marschwettbewerb, hat er den ersten Preis gewonnen beim Militär. Ja, und er hat sich immer heimgeschrieben von der Gefangenschaft zur Mutter, ich soll die Kinder ja ins Konservatorium schicken oder Musikschule, sie müssen Musik lernen. Er hat alles gekannt. Er wollte immer Berufsmusiker werden, aber mit dem Krieg ist es das nicht ganz ausgegangen. Er hat nebenbei auch im Konservatorium studiert, Cello und so. Und, ja, und das war dann mit 10 Jahren, habe ich im Konservatorium in Graz begonnen, mit Klavier. Das habe ich gelesen. Ja, zuerst Klavier, ja. Nur Klavier, ja. Bis zum 14. Lebensjahr. Dann mit Posaune, Cello. Beides, ja. Klavier, Posaune, Cello. Das war ein bisschen sehr viel. Üben, in der Früh bis am Abend, üben. Ja, das war halt einmal der Anfang. Direkt am Konservatorium begonnen? Ja, direkt am Konservatorium. Ohne vorher. Ja gut. Musikschule hat es nicht gegeben. Hat es ja keine gegeben, gar nichts. Am Land bei meinem Onkel, der hat ein großes Bauernhaus gehabt mit allem drum und dran. Da war ich immer zu den Ferien unten im Sommer, zu Weihnachten, zu Ostern. Da hat es viel Schnee gegeben zu Weihnachten. Immer. Da haben wir immer zum Autobus 4 Kilometer gehen müssen. Ja, das war alles lustig. Das war für uns überhaupt nichts, der Schnee. 2 Meter Schnee oft, eine Gaude gehabt. Ja, was wollte ich sagen? Es war ja, glaube ich, fürs Land damals auch eigentlich unüblich oder ganz selten, dass man Cello anfängt. Oder ja. Der Vater hat ja Cello gespielt. Ja, der hat 2 Celli gehabt zu Hause. Eins haben die Deutschen beim Rückzug zusammengehauen, leider. Und eine Posaune hat er auch noch gehabt, eine ganz gute.
und die haben sie auch zusammengehauen. Die waren da im Gasthaus, wo sie immer Brot haben. Die haben alles zusammengehauen, die ganzen Instrumente. Ein paar hat er retten können. Das eine Cello habe ich heute noch. Mhm. Und die eine Posaune, das war so ein Selma. Mhm. Die hat er mitgebracht, wie es damals in Frankreich waren. Die ganze Militärkapelle hat er müssen marschieren da in Frankreich. Mhm. Und da hat er irgendwo die Selma von einer Militärkapelle gekriegt. Aber das war so grausig, so schier. Da habe ich ja begonnen bei meinem Lehrer mit der. Und da, nach einem Jahr hat er gesagt, wie es mein Vater schon zu Hause war, der Sohn wird es nicht schaffen, weil oben er hat die größten Probleme oben. Mhm. Und ich habe aber gesagt, die sprechen nicht an, die Töne da oben. Und das hat er so. Mhm. Das war aber so. Dann hat er mir im zweiten Jahr eine neue Posaune gekauft, eine tschechische, liegen da unten. Mhm. Aber alles Jazz-Posaunen, die mhm. engen. Mhm. Und da waren die hohen Töne alle drauf und dann ist es gegangen. Weil sonst hätte ich müssen aufhören, Posaune. Mhm. Das war am Anfang ein bisschen kompliziert. Wer war denn da der Lehrer am Kampf? Franz Xaver Schmidt. Ah, der was die Schulen? Der die Schulen auch geschrieben hat. Genau. Der war ja im Opernhaus erster Posaunist. Mhm. Zuerst war er in den 20er Jahren in Wien und war Posaunist im Apollo-Kino. Weil da war ja noch die Schwarz-Weiß, ohne Ton, wie heißt es schnell? Stummfilm. Mhm. Die Stummfilmzeit war da. Und da haben sie immer vor 25 Minuten oder 30 Minuten vor jedem Film war eine Show. Und da hat er oft also sogenannte Jazznummer gespielt. Hat er gesagt, so, das war halt damals so. Mhm. Aber der aus der Auftreten hat weit mehr verdient als wie die Kollegen in der Staatsoper, die Posaunisten. Der hat viermal so viel verdient. Deswegen hat er immer gespielt. Aber das war einmal vorbei, die Zeit. Dann hat er müssen sie umschauen um einen anderen Posten. Da hat er die Stelle in Budapest, der Oper, gekriegt. Aber da ist er nur ein Jahr geblieben, weil er wollte nicht unten bleiben. Und da war in Graz stellfrei, im 38er Jahr oder 37er Jahr so herum, hat er die Stelle gekriegt in Graz im Opernhaus. Da hat er so viel geschrieben, Noten geschrieben und sehr viele Schüler rausgebracht. Das war sehr gut. Nein, das mit dem Kino und mit dem Stummfilm habe ich nicht gewusst. Wahnsinn. Ja, Stummfilm. Die haben sehr viel verdient. Er ist oft auf drei verschiedene Kinos, hat er da überall so Show-Einlagen mitgespielt. Mhm. Je nachdem, wie es mit der Zeit ausgegangen ist. Das war doch ja, das war unheimlich. Ja. Ja, Apollo-Kino, da war eine größere Partie. Da so 25, 30 Leute waren sogar. Hochinteressant. Und dann waren Sie in Graz am Konz. Ja, in Graz. War ein bisschen viel Musik. Ja, dann habe ich ein bisschen mit dem Klavier weniger gemacht, weil da war ich eh schon so weit. Und da begann die Beethoven-Sonaten, Schubert, Impromptus und was es so geben, habe ich alles spielen können. Ja, und dann habe ich wie wir das Jazz-Trio gegründet haben, 1960, da habe ich zuerst nur Klavier gespielt, da habe ich nicht Posaune gespielt, nur Klavier, Bass, Schlagzeug. Mhm. Da habe ich eh noch viele Mitschnitte mit den kleinen Kassetten damals oft so haben wir viel gespielt. Aber ich habe dann immer weniger geübt, da habe ich mehr Posaune und Cello. Weil da braucht man auch enorm. Ja. Und Cello. Aber irgendwie hat sich das so. Ist das ideal, Cello, Posaune, ist die gleiche Lage. Und man lernt wieder, vom Cello lernt man wieder die Kantilenen, so schön Kantilenen spielen. Und das passt für die Posaune wieder zusammen. Und da habe ich profitiert heute. Halt. Gegenseitig profitiert. Ja, ja. Das macht jetzt für mich auch total Sinn, ja.
weil Sie sagen, Sie haben sehr viel Klavier geübt und dann am Anfang auch im Trio Klavier gespielt. Ja. Dadurch kommt ja das ganze harmonische Verständnis fürs Improvisieren und so weiter. Wie war denn das mit den Posaunen am Anfang? Welche haben Sie denn da gespielt? Ach so, da war am Anfang ganz beim Josel-Trio. Ja, also beim Trio da habe ich keine Jazz-Posaune, sagen wir halt dazu, die enger sind, also die Konzert-Posaune. Sie hat mein Vater aufgestöbert in der Untersteiermark, hat einer so eine Posaune gehabt, der wollte verkaufen. Der hat die gekriegt, Verwandte aus Amerika haben ihm die Posaune geschickt und der wollte üben. Aber das hat er irgendwie nicht geschafft und das war, ja, das wollte er verkaufen. Und mein Vater hat so viel gehört davon, ist zu denen hingefahren und hat die gekauft. Die war sehr gut, die habe ich heute noch oben. Da habe ich so viele Aufnahmen gemacht mit dem Altaler, Friedel Altaler, Grazer Rundfunk, Tanzorchester. Und die, ganz super, die habe ich heute noch. Die Nummer habe ich irgendwo aufgeschrieben, hat eine eigene Nummer. Ja, und dann habe ich, was habe ich noch erhalten? Jazz-Posaune habe ich auch. Die ist auch nicht schlecht, sehr gut, ist ein bisschen größer wie die Kahn, weil die Kahn hat so einen Becher, fast eine Spur wie ein Flügelhorn. Ein bisschen größer halt. Wirklich klasse. Ja, und die zweite, die Kahn Jazz-Posaune, die haben wir in Oberösterreich. Den habe ich in Oberösterreich einen Kollegen abgekauft. Der hatte zufällig entdeckt beim Instrumentenmacher, aber das ist total zusammengedruckt gewesen, der Zug war nichts und so. Und der hat gesagt, ja, er möchte halt eine zweite zum, ein bisschen zum Probieren sein. Und der hat die richten lassen und plötzlich ist das so gut gegangen. Der hat den Zug richten können, irgendwo in Oberösterreich, aber eh schon vor in den 80er Jahren oder 70er Jahren. Weil das war damals mit Zug was schwierig. Das hat fast keiner hinbracht. Das ist heute auch noch so. Ja, mit der Feile sind sie daherkommen, die Instrumenten machen oft bessere, was braucht man am Tag? Die Spengler. Ja. Bessere Spengler. Aber entsetzlich. Ich war jede Woche damals, wie ich angefangen habe, beim Instrumentenmacher, weil ich der Zug irgendwo gesteckt hat, ein bisschen, und der ist gleich herkommt mit Schmirgelpapier, brumm, und den Zug abgeratzt. Und das ist zwar zwei, drei Tage gegangen und dann ist wieder weg. Und ich habe oft verflucht, das ganze Instrument habe ich verflucht. Ja, ich hab damals nichts Besseres gehabt in Graz. Ja. War entsetzlich. Ja, wenn der Zug nicht geht. Entsetzlich. Ja. Na und wie war denn das dann, jetzt haben Sie gesagt, Jahr 1960, Josel-Trio mit den Jazz-Posaunen und so weiter. Und dann der Sprung oder in die Klassik oder die Verbindung zur Klassik, weil 1964 war es dann Solo-Posaunist bei den Philharmonikern. Ja, ja. Wie ist denn das gegangen? Nein, das habe ich schon in Graz, da habe ich dann ein Jahr Posaune studiert gehabt, habe ich schon spielen können. Und da eine Studentenkapelle hätte einen Posaunisten gebraucht und die sind zu meinem Lehrer gekommen und haben gefragt, ob irgendeiner das machen könnte. Und er hat gerade momentan niemanden, der das machen würde. Und da haben sie halt abgewartet. Die sind vor der Tür gestanden. Ich habe gerade Unterricht gehabt, wie ich rausgekommen bin und fertig war. Hat der eine gesagt, wie ist denn mit dir? Hast du vielleicht Lust, mit einer kleinen Big Band zu spielen? Eine Tanzmusik und so. Ich habe gesagt, ja, ich spiele erst ein Jahr. Ich muss mal die Noten anschauen, ob ich das pack. Und so, das ist schon spielen. Ja, und das, so bin ich dazugekommen, zu einer kleinen Partie. Da habe ich da ein Foto da drüben. Studentenkapelle. Da waren wir so 15, 16 Mann. Auch nicht einmal. Da haben wir Bälle gespielt und drei Jahre in der Tanzschule am Giacominiplatz, in der Nähe vom Giacominiplatz. Immer Samstag, Sonntag. Dann war eine
eine Posaunenstelle in der Oper frei, in der Grazer Oper. Da hat mein Lehrer gesagt, haben sie meinen Lehrer auch gefragt, da war auch niemand so weit, da war ich schon fortgeschrittener, das war im vierten Jahr. Weil vorher habe ich nur alles andere gemacht, aber keine klassische Musik. So haben wir angefangen von der Bauernhochzeit über alles, Marschmusik, verschiedene Blasorchester in Graz marschiert, 1. Mai und rundherum. Zuerst bei den Kommunisten und dann bei den anderen. Okay. Ja. Die Kommunisten haben am besten Zeit. Ja. Das ist ja jetzt auch noch so in Graz. Ja, ja, ist ja lustig. Das ist so, für uns war das ein Geschäft, aber man verdient ein bisschen jeder. Und sehr viel, alles Mögliche. Da habe ich oft Studentengrenzchen mit einem Pianisten gespielt, ein Schlagzeuger, Piano und ich Posaune. Und der hat aber nur Lieder spielen können den ganzen Abend in C-Dur. Der hat nur in C-Dur spielen können. Und ich habe müssen die ganzen Lieder nach dem Gehör mitspielen in C-Dur. Das war eine Masse. Der alles transponieren. Ja, ja, aber ich möchte es nicht hören, was ich da zusammengespielt habe. Nein, da hat es viele so Sachen gegeben. Mit einer Blaskapelle in der Südsteiermark habe ich da mal mitgespielt, wie ich ein Jahr gespielt habe, Posaune. Ich wollte unbedingt mit der Blaskapelle mitspielen, weil das ist ja nicht so schwer, du hast ja hauptsächlich nur Begleitung. Und da war ein Begräbnis, oben am Hügel oben sind wir marschiert, 4 Kilometer bis zur Kirche. Ja, und damals waren die Kapellen überhaupt nicht so gut, weil die meisten waren im Krieg und war überhaupt nichts. Und die da gespielt haben, es war halt klasse, der Trauermarsch. Vorn, die haben, glaube ich, in Moll gespielt, die Blechbläser und Klarinetten. Und wie weiter das hinten gekommen sind, bis zur Tuba hinten, da hat es so gelungen wie in Moll. Die haben da in Moll gespielt. Vom Ansatz her, das ist ja logisch, die Trauermärsche, da ist er eher aufgewacht, ja. der im Sorg gelegen ist. Das war, ich habe nicht gewusst, wo soll ich da spielen. Ist das du oder ist das Moll? Ein Wahnsinn, das will ich nie vergessen. Da habe ich etliche solche Sachen erlebt. Aber viel Volksmusik, Hochzeiten und was gibt es denn sonst noch? Also in der Klasse. Ja, da habe ich dann ein Probespiel gemacht. Sie haben halt niemanden gehabt und sie wollten von auswärts keinen nehmen, weil da haben sie ein bisschen ein Pech gehabt mit einem, der war aus Niederösterreich. Und dann war einer aus Wien, da haben sie kein Glück gehabt mit denen. Sie wollten keinen nehmen und haben gesagt, auch wenn wenn mein Lehrer wirklich einen hätte, der das spielen wird, da passen wir schon auf. Ja, dann habe ich halt vorgespielt vor einem Gremium. Der Kapellmeister hat gesagt, der Chefkapellmeister da, Czerny, ja, probieren wir es halt mit ihm. Aber er muss eine andere Posaune nehmen, ist ja logisch. Weil ich habe nur die Jazz-Posaune. Mit der Jazz-Posaune vorgespielt? Ja, ja, die Korn hat er bekommen. Ja, aber da ist alles gut gegangen. Ich habe alles spielen können, was ich vorspielen haben müssen. Wie hat denn da überhaupt, das darf mich interessieren, eine Vorbereitung für ein Probespiel ausgeschaut in die 60er Jahre? Ja, sie haben gesagt, die wichtigen Sachen von Tuba Mirum angefangen. Bolero habe ich nicht spielen müssen, das nicht, aber Wagner, Walküren, Ritt und so, das Übliche schon. Und alles mit der Korn? Alles mit der Korn, ja. Ich habe nichts anderes gehabt. Und mein Lehrer hat auch keinen Schüler gehabt, der so weit war, damals in der Zeit gerade. Oder die waren zu alt, irgend so was, haben gesagt, nehmen wir lieber den Jungen und passen wir schön auf. Die Operetten, man muss ja keine schweren Opern spielen am Anfang, wird schon eines. Ja, und das, ich habe schon spielen können. Ja. Nach 4 Jahren war das. Da habe ich auch Posaunenkonzerte und alles schon gespielt. War ein Posaunenkonzert auch zum Vorspielen, zum Probespiel?
Habe ich auch ein Stückchen spielen müssen, ja, ja. Was war das für? Das war der Gräfe, irgend so ein romantisches altes. Mhm. Ja, ja. Da habe ich ein jämmerliches Konzert habe ich auch gespielt. Das war das Schwerste von allen Konzerten. Alles mit der kleinen Posaune. Ja, alles mit der kleinen. Und welche haben sie dann nachher genommen? Nachher war ein Deutsche, jetzt im Kaiserschnee. Monke. Ja. Das ist ein großer Sprung von der Kombi auf die Monke. Das hat ein bisschen gedauert, weil es passt mehr Luft. Mhm. Ist anders, ja. Am Anfang habe ich nur Bassposaune gespielt. Aha, okay. Mit der Monke habe ich Bassposaune gespielt. Wie war das dann mit den Mundstückeln? Ja, wir müssen natürlich ein größeres nehmen, ist logisch. Das passt alles nicht zusammen, hat so 2-3 Monate gedauert, bis das ordentlich geworden ist. Mhm. Am Anfang habe ich nur die leichten Sachen spielen müssen in der Oper, Operetteln und leichte Opern, die nicht so. Da gibt es ja so leicht. Der Wildschütz von Albert Lortzing im zweiten Akt hat er nur Pip! Okay. Viertel. Ich meine, solche Sachen gibt es eigentlich. Und vorher und nachher, aber die ganz einfache Sachen, da kann überhaupt nichts passieren. Und so, da bin ich schon langsam, da habe ich 6 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre, da habe ich sie aufgeschrieben irgendwo. Bassposaune und im letzten Jahr, weil der Ding, mein Lehrer in Pension gegangen ist, habe ich dann erste gespielt, ein Jahr lang, bevor ich nach Wien gekommen bin. Aber da schon mit der Nur-Posaune, klassische. Und dann sind sie nach Wien gekommen, 1964. Ja. Philharmonika-Probespiel. Auch, ja. Wie hat denn das ausgeschaut damals? Da haben wir mit der Grazer Big Band in Wien einmal gespielt, bei irgendeinem Festival. Und haben wir ein Arrangement von Count Basie. Und da fällt mir der Name nicht ein, wie die Nummer geheißen hat. Und da war so eine kleine Kadenz zum Schluss. Und ich habe da ein Solo gespielt bis zum hohen Ass. Ganz auf. Das habe ich mit der Count spielen können. Mit der kleinen, das ist gut losgegangen. Da habe ich schon ein kleines Mundstück. Braucht man, da kann man nicht so Großes nehmen, das passt nicht zusammen. Und das hat einer gehört, der Trompeter von den Philharmonikern, weil da war schon lange die erste Posaune-Stelle frei. Es waren schon 2 Probespiele vorher und der Karajan war da noch Chef. Der hat gesagt, nein, das ist ein Zwenig, der hat das schon gehört alle. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu wenig, weil die haben immer Probleme gehabt. Die Alten natürlich haben gewisse schwere Sachen nicht mehr spielen können, oder wenn sind manche halt nervös geworden. Wenn du nervös bist, kannst du die hageligen Sachen nicht mehr spielen, weil da fängst du zu zittern an, geht nicht. Und da haben sie immer müssen Aushilfe nehmen an. Und haben gesagt, das muss aufhören, mit dem, dass da dauernd ein anderer sitzt und muss sagen, ein ordentlicher Herr. Ja, und der Trompeter hat mich gehört und hat dem Geschäftsführer gesagt, da ist einer, den habe ich gestern gehört, in der Big Band, der spielt ganz auf, bis aufs hohe Ass. Und der ist interviewt worden und der hat gesagt, er spielt im Grazer Opernhaus. Ja, vielleicht können wir den einmal anhören, tun wir ihn einladen. Und das ist auch so passiert, haben sie mir eingeladen. Ob ich nicht nach Wien kommen würde, ich müsste halt einmal vorher vorspielen, in einer Wagner-Oper. Und haben sie gesagt, ja, jetzt kommt übernächste Woche oder in 2 Wochen spielen wir wieder Walküre. Und ob ich das machen könnte. Dann haben sie gesagt, ja, ist sehr gut, macht mir nichts. Weil in Graz haben wir immer für jede Premiere meistens 2 Wochen Orchester-Alarmproben gehabt. Da haben wir den ganzen Ring gerade vorher gehabt. Und
Die hat die Walküre so gern gespielt, weil der so schön zum Blasen für Posaune, schöne Stellen und so. Und dann gesagt, boom, die habe ich fast auswendig gekannt, weil in Graz 14 Tage Walküreprobe, da kannst du es auswendig. Und da bin ich so sicher nach Wien gefahren, habe gespielt drinnen, den Dirigenten gar nicht gekannt. Was wie hat er geheißen? Prohaska. Prohaska hat er noch geheißen. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und ja, dann waren sie zufrieden und gesagt, aber pro forma, es gehört ist eine Ausschreibung und da muss ich zwei Monate später, habe ich müssen, oder drei Monate später vorspielen vor dem Gremium und da haben sie halt 15 andere angemeldet, Posaunisten noch. Aber ich habe auch vorspielen müssen, die ganzen Sachen von Polera angefangen und so, und ich habe es dann gekriegt. Halt. Und das war dann schon auf der Monke, haben sie vorgespielt? Ja, das habe ich schon auf der Monke, da habe ich nichts. Nein, weil da habe ich in Graz schon immer die Große schon gespielt. Nein, da kann ja, aber das ist ja wirklich sauschwarm mit der Monke, sowas. Aber irgendwie, die war gar nicht so schlecht, meine, aber ideal war es auch nicht. Relativ groß? Relativ groß. Ja, groß, ja. Aber ich habe gleich im gleichen Jahr, wie ich dann draußen angefangen habe, das hat nur zwei, drei Monate gedauert, bin ich gewechselt, weil wir haben einen Tubist aus Amerika gehabt, der hat ja alle spielen können, weil die Tubisten in der Staatsoper waren schon ein bisschen vor der Pension, schon etliche Jahre vor der Pension und der eine hat überhaupt nichts mehr ausgebracht und der andere, das war halt für Wagner zu wenig schon. Das sind alle eigentlich von der Blasmusik gekommen, aber nicht so klassisch studiert wie die jetzigen, hat ja keiner spielen können. Und das war auch ein richtiges Problem. Darum haben sie den Amerikaner, der da war, genommen, der hat ja alles spielen können. Nur hat er C-Tuber gespielt. Das war halt aber, die wollten halt kein C-Tuber. Aber spielen hat er können. Und durch Schallplattenaufnahmen, da haben sie auch die ganzen Wagner-Opern aufgenommen. Und so wollten, haben sie gesagt, wir brauchen ein ordentliches Blech. Die Firma hat gesagt, das geht nicht mit den Tubisten. Siegfried, der Wurm und so, das war nur eine Zitterei und so, das war damals überhaupt nicht. Da hat einmal müssen einer aus Deutschland kommen, wenn wir das da gespielt haben. Und der hat halt gecancelt mit Instrumenten, mit Holten, weil der war irgendwie mit denen immer in Kontakt da drüben. Und der hat die gebracht und der habe ich mal ausprobieren können und da habe ich gekauft. Die 150? Zwei gleich. Ja, weil Chicago hat ja damals auch schon Holten gespielt, in die 60er Jahre. Ja. Kleinhammer und so. Ja. Okay. Das sind dann so Bach. Die waren ja gut damals, aber dann ein paar Jahre später, wie sie angefangen haben, in Mexiko. Das war eine Katastrophe. Das ist gleich nach zwei, drei Monaten sind die Teile auseinanderbrochen und ein entsetzliches Klumpert. Und angesprochen haben sie nicht. Später haben wir eine gekauft in der Hofkapelle. Haben wir gedacht, die ist noch gut. Aber so ein steifer Bock, unbrauchbar gewesen. Unbrauchbar. Und das, was sie da gekauft haben, Depots an, also das war ein 150er? Ja, 150er. Und haben sie zwei gekauft? Da habe ich zwei, ja. Eine mehr mit Goldmessing und die andere Messing. Das ist eine Spur heller, die andere. Und da habe ich eine Zeit lang mal Jazzkonzerte gespielt mit der anderen. Aber die habe ich besonders gehütet immer, weil falls was passiert mit einem, habe ich zwei ein Leben lang. Und da habe ich immer die zwei gespielt, nie andere. Ich habe zwar probiert auch zwischendurch, aber nie gespielt im Orchester. Immer nur mit dem Holten-Instrument. Das ist auch, die 150er Holten ist auch eine irrsinnig unterschätzte Posaune, finde ich. Ja. Das wissen die meisten. Nein. Ich habe mir auch ohne gekauft vor wenigen Monaten, vor die 60er Jahren. Ja. Das geht fantastisch. Ja. Die späteren sind nicht gut. Nein, das ist nichts mehr. Das ist so bergab gegangen. Weil so hat er vielleicht aufgehört, der Holten, ich weiß es nicht. Das ist verkauft worden dann. Ja, verkauft worden und da ist es dann aus gewesen. Darum haben sie so einen schlechten Namen, weil sie nichts mehr waren, gar nichts.
Ja, ja. Die 150er halten. Hm. Und was man dann auch weiß, sie haben mich dann auch immer oder sehr lang Schilke 53 gespielt. Ja, bis jetzt. Pension. Ah. Bis zur Pension. Wie ist es zu dem gekommen eigentlich? Ja, das habe ich gleich dort. Ah, von den Tubisten? Ja, mit Tubisten, weil da war mein Grazer Mundstück da, mit, von Monke her, ein bisschen zu klein, wie ich das drauf, wie ich das probiert habe. Das war nicht so ideal. Und der hat gleich gegeben, ja, das ist jetzt klasse, das spielen da 53er oder... Sie glauben halt, dass es gut ist, aber die wenigsten haben es alle genommen, weil das war ein bisschen zu groß für die meisten. Ist vom Rand groß, ja, genau. Ist ja groß. Und ich habe es halt genommen und da habe ich gespielt, bis jetzt, bis zur Pension. Mhm. Ich habe noch lange weiter gespielt, aber seit ein paar Jahren habe ich 52er genommen. Es ist doch ein bisschen kleiner, ist ein bisschen, weil ich muss nicht so extrem spielen mehr. Das ist, man merkt gar nichts, aber liegt mir so ein bisschen besser, weil es eine Spur schmäler ist. Ich habe auch auf einen 53er gelernt und spiele bis jetzt 53. Ja. Ich liebe den Rand. Ja. Das ist gut, ja, so angenehm, der Rand. Super. Und gerade auf der Holten, jetzt auf der funktioniert das fantastisch. Das passt super zusammen. Ich habe erst unlängst eine CD in der Hand gehalten, die, zufällig gefunden, das habe ich mir dann gekauft. Mit Michael Stach Jazz Ensemble. Ja. Und vor 2001 ist die CD, die haben sie im Radiokulturhaus aufgenommen. Ja. Da ist auch ein Stampin' at the Savoy. Aha. Ich bin es gleich ganz Solo. Ja. Die Piazzolla Tangos. Also, ja. Wobei der Piazzolla, das ist erst, hat erst später so eine Renaissance gekriegt. Ja. Und es war damals schon auf der CD. Ja. Und da spielen sie auch alles 150er halten auf die Aufnahme. Alles 150, überall. Unglaublich. Ich habe eine Zeit lang, die ersten zwei, drei Jahre, habe ich noch weiter gespielt, wie ich noch in Wien war. Immer mit verschiedenen Jazzgruppen und so. Da habe ich schon gewechselt auf die kleine, auf die Kornposaune. Da habe ich müssen immer wechseln. Aber dadurch, in Wien ist immer mehr und mehr geworden, Schallplatten und so, es war so anstrengend. Ich kann nicht die ganze Nacht durchspielen mit dem Kleinen, am nächsten Tag in der Früh Schallplattenaufnahme mit dem Großen. Bis du wieder spielst, da brauchst du eine halbe Stunde, bis das wieder ordentlich sitzt. Nein, das war mir zu gefährlich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich spiele, wenn ich weiterspiele, muss ich mit der Großen spielen, aus Basler. Mhm. Und mit der Kleinen hat nur wenig im Ferien habe oder so. Wenn ich wirklich nachher nichts habe einmal. Aber das Wechseln ist immer gefährlich. War zu gefährlich. Nein. Und ich habe dauernd anstrengende Sachen spielen müssen. Weil damals, aber die Alten noch, ich hab sehr gern gespielt. Ich habe für alle schweren Sachen gespielt, die es gegeben hat. Operkonzert und was, ja. Für mich ist so faszinierend, wenn ich mir Aufnahmen anhöre von Josel Trio, Schallplatten, dann zum Beispiel das Michael Stach Jazz Ensemble und dann wieder ein dritter Maler. Ja. Und das spielen sie alles mit der 150. Alles. Und der Klang ist aber so variabel. Das haben sie einfach wahrscheinlich automatisch gemacht. Kann, ja, da eine muss dritte Maleraufnahme, da muss der andere spielen. Das ist riesengroß. Ist logisch. Ja. Und Jazz brauchst du ein bisschen weniger, da darfst du nicht so ein bisschen leichter musst du. Mhm. Ich weiß nicht sagen, nicht das heißt, dass man verkrampft spielt in der Klassik, das meine ich nicht, aber das ist halt ein bisschen anders. Ja. Man muss ein bisschen anders blasen, mit der Luft auch so. Vor allem diese dritte Maleraufnahme, ich liebe das. Das ist groß, aber das ist nicht so, wie es manche Aufnahmen gibt, dass das schon so überdunkel ist. Ja. Sondern das zeichnet noch so schön. Ja. Da kommen wir gleich zum nächsten. Ja. Jetzt sind wir bei den Philharmoniker. Wer waren denn da dann in den 60er, 70er Jahren die Kollegen auf der Posaune? Wie hat denn der Satz ausgeschaut? Ja, das waren halt ältere, waren alle schon Richtung 60 hin, so 55, 60. Der Jüngste war, glaube ich, 55 oder schon drüber. Nein, die Bassposaunisten,
die waren sehr gut, die haben, muss man sagen, die haben zwar alle damals deutsche Posaune gespielt, aber Vierergrößen hat es geheißen. Die Bassposaune war immer groß. Ob die Letsch oder andere haben gesagt, andere Posaunen haben es gehabt, haben Vierergrößen gehabt. Die haben sehr gut gespielt, muss man sagen. Wirklich gut. Das, schade, dass es keine Aufnahmen gibt, so Solo-Aufnahmen von denen. Richard Strauss, die sagen und so, wirklich ganz super. Alle zwei. Und gut, die zweiten, der eine hat auch einmal in Tonfilm Zeit gespielt nebenbei, dass er das Geld, dass er ein bisschen verbessert hat, finanziell halt, weil der Opa uns nicht viel verdient hat, hat er manchmal auch im Kino gespielt, wenn er Zeit gehabt hat. Ja. Der hat der Zweite gespielt, ja, und noch einer, der Jüngere, der 55-Jährige. Und der Erste hat auch ein Kollege gespielt, der hat halt unterrichtet, der Bauer, Hans Bauer. Aber das ist nicht mehr so zum Üben gekommen. Die sind damals, wenn du unterrichten tust, dann daheim hast und so, kommst du wenig zum Üben. Und wenn du nicht ständig übst, das ist eh ein Wunder, dann wird es gefährlich, wenn du einmal was wirklich Schweres spielen musst. Ja. Und, aber mir hat das immer gefreut. Ich habe das immer abgenommen und gesagt, brauch nicht sicher, ich spiele das. Ich spiele, weil ich es gern spielen will. Und wenn man jung ist und wenn man merkt, das geht musst, ich habe eine Freude gehabt direkt. Mir hat das gar nichts ausgemacht. Wie hat denn das Üben bei Ihnen ausgeschaut? Das Üben? Wie, was für Bands und wie viel? Oder das Programm? Also, welche Schulen? Ja, da habe ich von meinem Lehrer immer gehabt. Schmidt? Zuerst hatte ich immer noch die Schulen. Tonleitern, und das war schon wichtig. Und Töne aushalten, so lange, ja. Ja, da hat es ja zuerst nicht viel gegeben. Meistens nur Töne aushalten und Tonleitern, Dreiklänge, und das ist logisch, weil ich ja sonst hat es wirklich nicht viel gegeben. Und dann habe ich halt viele Lieder gespielt, auch noch immer. Bis Lieder ist auch immer gut für den Ansatz. Ja, und auch fürs Gefühl sowieso. Das war für Cantilene, haben wir sonst nichts gehabt. Erst später, wie die Bordone gekommen sind, aber das war ja schon 80er Jahre. Das war ja schon, da war ja schon längst fertig. Aber vorher hat es nichts gegeben, in den 60er Jahren. Nur aus Deutschland so Noten, aber das waren hauptsächlich Übungen. Übungen. Genau. Da habe ich Belke-Übungen und Gettke. Ja. Koprasch. Was so ist es hauptsächlich technisch, aber so getragene Sachen hat es fast nichts gegeben. Darum habe ich immer Lieder gespielt. Und später Opernarien, da habe ich heute noch, glaube ich, 100 Opernarien, die ich noch spiele. Aber mit Begleitung, da lege ich mir Schallplatten auf und spiele mit. Ah, also, super. Ja. Also Sie sind noch immer aktiver Posaunist. Ja, muss man. Entweder aufhören, in der Pension aufhören, oder wenn man weiterspielen muss, spielen möchte, muss ständig üben. Weil die Lippen und das Luft, Lippen und Zunge lassen entsetzlich nach, wenn du nichts mehr tust. Und dann brauchst du gar nicht beim Koffer aufmachen. Ja. Das Instrument. Also halt. Ja, es gibt die meisten, wenn sie mit 65 in Pension gehen, klassischen, die spielen nirgends mehr. Höchstens, es hat einer irgendwo, dass er irgendwo mit einer Blaskapelle mitspielen kann, das gibt es schon. Aber sonst im Großen und Ganzen hören sie auf, was sollen sie tun. Die haben ständig nur im Orchester gespielt, jetzt Kammermusik, da sind schon andere, da sind Junge dabei, da braucht man den Alten nicht mehr, ist logisch, der nie gespielt hat. Ich habe eigentlich immer gespielt, ich habe nachher auch noch immer weiter gespielt. Kammermusik, Ensemble des 20. Jahrhunderts habe ich 15 Jahre lang gespielt, ständig immer, die modernsten Sachen, wo wir da Karten gespielt haben, und wer gestochen hat, hat müssen schnell ein Kadenz spielen, was ist also in der Art, solche Sachen,
klasse Sachen, wilde Sachen. Aber ich habe halt nachher noch, immer noch weitergespielt. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor 6, 7 Jahren. Da habe ich dann aufgehört, weil da haben die Jungen auch so, ich kann den Jungen nicht das Geschäft wegnehmen. Ja, ja. Ja. Ja, aber so bleibt man fit. So ja, ja. Fit. Nein. Und da muss man ständig jeden Tag spielen. Mhm. Auch eben. Mindestens ist eine halbe Stunde, das ist das Mindestmaß, das wenigstens ein bisschen ist, aber meistens spiele ich eine Stunde immer. Mhm. Und wenn ich was zu tun habe, dann spiele ich natürlich schon mehr. Mhm. Aber es ist so, je nachdem, ob es mir freut oder so, da spiele ich halt mehr. Mhm. Mehr als eine Stunde. Aber eine Stunde ist normal immer drinnen bei mir, das habe ich immer Zeit. Haben Sie irgendwann auch einmal eine größere Pause gemacht beim Spielen, dass es ja längere Zeit einfach weggelegt haben? Nie. Nein, das nur beim Urlaub. Wir haben immer gespielt bis Ende Juni, Staatsoper, viele Monate, Ende Juni aus. Und dann haben wir 3 Wochen frei gehabt, so bis 20. Juli herum. Mhm. Ja, weil da haben wir in Salzburg angefangen, Salzburgfest. Mhm. Und da sind vorher ein paar Tage Probe gewesen immer. Aber da muss man eh, wenn man 3 Wochen frei hat, muss man schon in der 3. Woche anfangen, ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Das, weil wenn man da hinkommt, die gleiche Proben anfangen. Ja, geht's los. Ja, es geht zwar schnell. Das ist schnell gegangen bei mir. Aber Bolero kannst du nicht spielen. Das geht nicht. Ja, das waren nur die 3 Wochen im Sommer, wo ich es wirklich weggelegt habe. Mhm. Aber Ende der 3. Woche habe ich schon müssen ein bisschen wieder testen. Mhm. Merkt man, tut das dann ein bisschen mal gut, dass man ja, 2 Wochen ein bisschen ja, das merkt, das lockerer ist? Ja, das tut gut. Mhm. Es ist ja so, wenn ich jetzt so einen Tag, einmal in der Woche mache ich schon frei, das muss, weil so blöd darf man nicht sein, das muss deswegen trotzdem gehen. Genau. Aber auch wenn ich dann einmal 2 Tage frei mache, das macht doch nichts. Aber merken tue ich es immer bei 3 Tagen. Da merke ich es dann, 2 Tage frei, dann merke ich, das will nicht so, wie es sein soll. Es sitzt nicht so. Ja, Nein, und man muss ja selbstkritisch sein, weil es ohne Ansatz brauchst du gar nicht spielen. Der Ansatz ist total wichtig. Locker sein, ja, nicht verkrampft. Manchmal ist es halt so, im Alter sowieso öfter, dass jeder Tag nicht gleich ist. Dann spielst du eine Zeit lang sehr gut und dann hast du plötzlich einen schwächeren Ansatz. Obwohl du dich immer genauer vorbereitest. Mhm. Aber das sind Tagesverfassungen oft. Und mit den Zähnen haben sie kein Problem? Nein, überhaupt nicht. Weil das ist ja oft ein Problem im Alter. Ja. Nein, bis super, jetzt nicht. Super. Jetzt haben sie mir mal angerissen, einen Backenzahn hinten, der war total hin. Ja. Rechts und links haben sie mir angerissen, aber davon geht's. Das ist wichtig. Aber nein, das ist, habe ich immer meine eigenen Zähne noch. Ein Thema, was Sie vorher auch schon angesprochen haben, Schallplattenaufnahmen, 60er Jahre und so weiter. Wie haben Aufnahmen damals ausgeschaut? Nein, da waren immer so Gesetze vielleicht. Aufnahme so musikalische 10, 12 Minuten haben wir immer gespielt. In einem durch, ungefähr. Das gibt es ja überall, wo du einen Schnitt machen kannst. Oder sonst manchmal haben wir einen ganzen Satz durchgespielt. Wenn wir vorher das Konzert gehabt haben, haben wir nur vorher angespielt, die ersten paar Zeilen halt angespielt. Und dann haben wir da gesagt, der Dirigent, probieren wir es. Spielen wir mal durch. Und da ist oft was Gutes dabei gewesen, dass nur ein bisschen auswechseln haben können. Mhm, ein paar Sachen, aber sonst. Und beim Karian war es überhaupt klasse. Der hat es am ehesten gemacht. Der ist durchgefahren, zack, bumm. Mhm, wenn der einer da hat nichts gesagt hat, oder irgendeiner. Und das müssen wir schon noch einmal machen. Da ist halt ein Gixer passiert. Und so. Macht nichts, das hört niemand. Das hört niemand. Das Große muss stimmen, das muss in Ordnung sein. Ganz genau. Das Gixer hört niemand. Super. Höchstens, das war durcheinander. Aber der war der Großmeister. Der schnellste Aufnahme. Mhm. Mann, das ist immer dahin gekommen. Wie war das Proben mit Ihrem in Karajan? Ja. Werke einstudieren? Angenehm. Angenehm. Immer angenehm. Das war immer kurz,
Der hat nie lang geprobt. Ich weiß nicht, Berlin war vielleicht was anderes. Mhm. Weil, aber da, bei uns, das war immer so. Darum waren alle so begeistert, auch nachher, wie der gekommen ist und so. Weil das war immer angenehm. Und die Gagen waren bei ihm auch am größten, am höchsten. Aber wenn wir Konzerte gespielt haben, irgendwo, boom, immer mehr Geld gekriegt als bei allen anderen. Das ist angenehm. Ja, das auch noch. Aber ich bin ja unter dem Karian, habe ich ja das Probespiel gemacht in Wien. Mhm. Das war das letzte Jahr, war ich noch da bin. Und die erste Probe war Frau ohne Schatten mit dem Karian. Wo ich da, ist der zweite Posaunist zum Karian gegangen. Der Junge möchte, spielt das erste Mal heute Frau ohne Schatten. Passen Sie ein bisschen auf ihn. Da hat der Karian zum Posaunisten gesagt, er soll ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, das sind auch ein paar ordentliche Sachen, denn das ist alles, Gott sei Dank, alles gut gegangen. Ganz im Gegenteil, mit Karian früher in Salzburg oft mit mir gesprochen, sogar immer hinter der Hinterbühne. Er ist immer durch finsteren Gang gekommen, Hinterbühne. Da haben wir, was haben wir da gespielt? Ja, Wagner-Programm, Tannhäuser. Und als er zu mir mal kommt, hat gesagt: Sehen Sie, so habe ich das gern gehabt. Weil wir haben immer abwechselnd Luft zum Atmen. Mhm. Weil das Thema ist ordentlich kräftig. Und da, wenn wir alle gleichzeitig atmen, Loch. Ja, ein kurzes Loch. Und wir haben das so gemacht, dass das wie am Cello. Ja, so ähnlich, ohne Loch. Und der hat gesagt: So habe ich es immer wollen. So ist es immer wollen. Das ist sehr gut. Es gibt ja die Aufnahme, da habe ich eine CD, wo das ganze Konzert drauf ist. Die dicke Negerin hat gespielt. Jesse Norman, der hat das, Tristan und Isolde, auch so schön gesungen. Ich sage nur Negerin, weil früher haben alle Neger gesagt immer. Das war, ich habe mit den ganzen Schwarzen schon gespielt. Als 59er Jahren, da habe ich mit Posaunisten von Armstrong gespielt. Slidehampton. Ja, der später. J.J. Johnson. Ja. Das ist jetzt haben sie eine super Überleitung gerade nämlich gemacht. Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie ist es dann gekommen, dass man mit Slidehampton, J.J. Johnson, Albert Mangelsdorf, Bill Watrous, Phil Wilson, die ganzen Jazzgrößen, ja. Haben sie die auf die Festivals kennengelernt? Oder? Ja, nein, das war, Phil war der Gulder schuld. Der Gulder? Weil ich habe da viele Aufnahmen gemacht, Kammermusik sagen, auch mit dem Gulder und so. Mhm. Da haben wir noch viel mit Trio auch gespielt, Jazzfestivals in ganz Europa sind wir umeinander gefahren. Da habe ich neben der Oper gemacht. Darf ich da kurz einhaken, weil Sie sagen Gulda. Da gibt es ja das Cello-Konzert von Gulda mit dem Posaunen-Solo. Hat er das für Sie geschrieben? Nein, da war ich, das war viel später. Viel später? Viel später. Da habe ich keine Zeit mehr gehabt. Weil da haben wir viel zu viel zu tun gehabt. Mhm. Das war aber vorher, mit 10 Jahren mindestens, habe ich mit ihm gespielt. Alles Mögliche. Ich habe viele Aufnahmen. Mit dem Kreisel haben wir irgendwelche Lieder aufgenommen. Ringelnatz, glaube ich. Ja, und wo er die Musik geschrieben hat. Mhm. Etliche Sachen habe ich noch Aufnahmen. Mhm. Da ist eine Improvisation drinnen. Ja, mit seiner Big Band, da haben die meisten mitgespielt, J.J. Johnson. Und der war halt auch klasse. Wahnsinn. Der hat sich immer, der war einer von den Jazzmusikern, der war immer eine Stunde vorher durch, hat sich immer einblasen. Also auch so Warm-ups, schöne Warm-ups und Dreiklänge oder mehr getragen, was sie nicht so gestoßen. Und der Tonleiter auch. Braucht er nicht. Also das hat er auch geübt, wegen einem Anstoßen, aber nicht so viel. Ja. Dudelzunge. Ja, und der hat halt von unten bis oben immer gleichmäßig schönen Ton gehabt. Und herrlichen Ansatz. Er hat sich aber auch immer eine halbe Stunde Glas eingespielt. Das tut kaum einer. Die meisten spielen nur irgendwie umeinander.
also, gut, heutzutage überhaupt, statt dass sie ein bisschen ein Konzept haben, brauchten sie weniger. Ne, und damals auch, stell ich mir vor, einspülen, so Übungsdämpfer, hat es das gegeben? Nein, das hat es erst jetzt gegeben. Ja, denke ich mal, weil das ist erst die letzten 20 Jahre. Ja. Da hat man sich einfach normal in der Gruppe eingespült. Ja, normal, ja. Mhm. Immer. Der Mandelsdorf auch, der hat auch keinen gehabt. Mhm. Der ist auch fleißig üben gegangen. Der ist nicht von selber das alles so in seinen Kopf reinkommen. Der hat geübt, gewisse Phrasen und Dinge hat er jeden Tag, auch wenn wir gespielt haben, und lang bis um 4 Uhr mal offen irgendwas getrunken haben, ist der wieder um 9 Uhr hat er schon geübt. Mhm. Hat er schon geübt, der hat ständig geübt, der war fleißiger. Mhm. Also nur so kommst weiter. Ich habe ja auch gehört von meinem Freund in Los Angeles, der hat einen Bill Watrous kennt. Ja. Der muss ja auch irre viel geübt haben. Ja. Rund ja. um die Uhr geübt ja. und gespielt ja. und der total hat, selbstdiszipliniert. Ja, der hat ein bisschen, dadurch mit dem Mikrofon hat er anders spielen können. Mhm. Der hat seine Drucken brauchen so leicht. Ganz leicht gespielt. Der hat er nur mit Piano spielen können und dadurch geht er das viel leichter. Mhm. Also so wie er da spielt. Mhm. Das da immer oben, die Klassenaufnahmen, die habe, wo er mit dem B oben ist und so hohes B. Da, das kannst du leichter spielen, wenn du nicht so drücken musst. Genau. Da, und der hat auch ein anderes Mundstück. Mhm. Anders. Nicht wie unten mit dem Kessel da. Das war sehr V-förmig. Ja, ganz anders. Und der hat das 16er Bach auch gespielt? Ja, ich habe ja probiert das auch. Mhm. Da geht ja das wie. Boah. Mhm. Da blase ich fast das Instrument weg. Aber das kann ich nicht brauchen, das leider. Das war immer eine interessante weiter. Kombination, ja. weil wenn man sagt, der Watrous, auch ein glues Material, ja. 16er Bach, ja. J.J. Johnson hat King gespielt, ja, 3B. Ja. Und dann sieht King. Der 150er, ja, eigentlich das größte Equipment. Super. Die ganzen Posaunisten, die Guten üben alle fleißig. Im Kammerl. Und ohne Dämpfer. Ohne Dämpfer. Von nichts kommt nichts. Das ist ja das Witzige. Wir müssen mit dem Dämpfer spielen und wenn es dann in der Big Band spielt, hat jeder sein Mikrofon. Das ist ja. Ja, ist halt so. Ist halt so. Hat sich so entwickelt. Früher hat es nur ein Mikrofon gegeben im Konzerthaus oder irgendwo ein großes. Oder für einen Sänger oder für einen Solisten, die sind immer vorgegangen, ist logisch im Vorn. Und die Big Band hat nie eins gehabt. Und das ist sowieso in Amerika auch so gewesen. Mhm. Die 30er Jahre, die super Aufnahmen, das tut man, da waren ja auch nur ein oder höchstens zwei Mikrofone. Ja. Nur nicht, da hat nicht jeder Musiker ein Mikrofon gehabt. Und man hört alles. Man hört alles. Vom Kontrabass angefangen bis zur letzten Flöte sogar. Mhm. Alles sauber. Ja, das war die nicht, dass sie es heute nicht machen, aber total dynamisch gespielt. Unheimlich. Dann die Leute auch so hingesetzt, dass die Abstände zum Mikrofon, dass das logisch war. Ja, aber auch nicht ganz beieinander, auch auseinander. Mhm. Und die haben aber, die Aufnahmen, die alten aus den 30er Jahren, da habe ich die Big Bands alle, wie es geheißen haben, habe ich alles daheim. Mhm. Eine besser als die andere. Die Arrangements waren halt anders. Früher ist logisch. Keine Frage. Aber gespielt haben sie. Einmalig. Ja, absolut. Und klingen tut es auch gut. Und was mich auch immer so fasziniert, wenn ich eine 30er Jahre Ellington-Aufnahme zum Beispiel höre, auch die Instrumente, was die gehabt mit den heutigen, wenn man das vergleicht. Ja. Und wir die aber schon gespielt haben. Ja. Ordentlichen Ton, Bariton, hat er ordentliche Felten gehabt. Mhm. Mhm. Ja. Super. Das hat sich halt geändert. Jetzt. So wie wenn man denkt, die heutigen Blasmusiken, da marschieren sie vorbei. Die hört man erst, wenn sie vorbei marschieren, sonst hört man es gar nicht mehr. Ein Stückchen weiter, 50 Meter, hört man es schon fast gar nicht. Mhm. Weil die haben die tiefe Stimmung und früher haben sie halt hohe Stimmung gehabt. Ja. Bis nach dem Krieg, nach 10 Jahren nach dem Krieg oder länger, haben sie hohe Stimmung gehabt. Wenn da eine kleine Partie mit 12 Mantel marschiert, die hast du schon gehört. Ja. 2 Kilometer weit entfernt und hat man gehört, höher und sagt, gut, das hat sich geändert. Mhm. Aber eins will ich nur sagen, wenn so ein Blaskapell vorbei marschiert, hinten,
die Schlottwerkpartie, das ist auch eigenartig. Die Chinöen hörst du überhaupt nicht mehr. Jeder hat solche Riesenwascher und man hört nichts. Das muss ja rauschen. Ja, genau. Und das klingt ja wie ein Triangel. Nicht einmal wie ein Triangel. Man hört gar nichts, wenn die daneben vorbeispielen, hörst du kein Chinöen. Für was geht er überhaupt mit? Das brauchen sie ja nicht. Ja, aber alle von der Militärkapelle angefangen, wie ist das möglich, wie kommt es, dass das so sein kann? Weil früher hat man die Partien nach dem Krieg noch wie die Polizeimusik in Graz und so, da war einer, das hat gerauscht. So, wasch, wasch, wasch. Das gehört beim Marsch, gehört es. Und das ist ja so. Ich habe diese gleiche Erfahrung gemacht, ich war 2003 bis 2004 Militärmusik in Eisenstadt. Ja. Und ich habe ein tschechisches Bariton, aber mit dem habe ich nicht spielen dürfen, weil das war unlackiert, das war schier. Ich habe immer mit dem Dienstinstrument spielen müssen. Jesus. Und da haben sie mir gegeben, ein Kaiserbariton für die Tenorstimmen. Und ich habe es gehasst. Ich das ist gehasst. So ein Apparat. Ja, das hat auch wie ein F-Bass. Ja, das ist mit dem heute nachspielen müssen. Und das ist genau das, was sie sagen. Man hört nichts. Ja. Man hört sich selber nicht. Ja. Und nebenher hört es die auch nicht. Und jetzt spielt man immer viel zu laut, dass man sie hört. Ja, Und nach einer halben Stunde ist man hin. Ist man hin, ist logisch. Also das ist ja Blödsinn. Ich habe das gehasst. Und die haben sich das eingebildet und da haben sie gleich ums Vieri gehabt. Und wer kommt denn auf die Idee, sowas? Und das ist aber generell, glaube ich, auch der Trend eine Zeit lang gewesen. Ja, alles dass größer. Alles größer und dunkler und dicker. Ja, und das ist. Und der erste Stil seit den 80er Jahren haben solche Wascher gehabt. Ja. Das hat alles gereicht früher, weil es wird alles dumpf. Da haben sie eine Zeit lang, das ist von Amerika gekommen. Dubisten haben C-Tuba gespielt und das klingt halt ein bisschen wie unterm Tuchern, gell? Ein bisschen so. Ja. Und da in der Oper ist es am besten, da brauchst du nur ein F-Tuba die meiste Zeit, weil das ist alles dick, die ganzen Verdi-Opern spielen sie nur mit Jim Basso. Ja. Das war alles zu fett. Oder die große B-Tuba brauchst du fast nirgends. Ja. Bei russischen Opern manchmal und bei Wagner halt, aber nicht einmal so, ja, beim Richard Strauss auch manchmal, da sind immer zwei. Mhm. Aber das ist alles stark gewesen. Ja. Ja. Man hört das auch so Aufnahmen, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, Chicago Symphony, Low Brass, da das Friedman, das, Kleinhammer, die älteren Aufnahmen sind viel heller. Wenn das so in die 80er Jahre sehr dumpf. Ich habe sie, ich habe die ganzen. Ich habe so viel Platten von Solisten auch, amerikanische Solisten, die so ganzen Konzerte gespielt haben. Zuerst sind ein paar berühmte durch die ganzen. Das darf ich gar nicht vorspielen, wie die gespielt haben. Wow, ein Wahnsinn. Aber dann hat es wieder Kurse gegeben, so wie beim Militärkapellmeister, der amerikanische, der alte, der berühmteste, der den Sternenbanner geschrieben hat, der Sousa. Da sind ein paar Solisten dabei, wow, die damals gespielt haben. In den 20er Jahren. Der Arthur Pryor. Ja, unheimlich. Ja. Arthur Pryor, weil die gespielt haben. Wahnsinn. Das Akazie-Stückeln, ein Wahnsinn. Das ist nicht ohne gewesen. Da gibt es gar nichts. Ich habe sogar mal vor zwei Jahren oder vor drei, vier Jahren her, das gleiche Instrument in der Hand gehabt wie der Tommy Dorsey. Das ganz gleiche aus den 20er Jahren. Es war kaum, ein Zweiter. Ja, ganz gleich. Ganz gleich. Ein Silberne. Zwei H. Und da habe ich eine probiert, da hat ein Kollege das da gehabt und da hat mir gezeigt, ob ich die haben will, weil der Zug ist leider nicht gegangen. Da sind 100.000 Kerbe drinnen gewesen und jeder Instrumentenmacher hat schon verbessert und verbessert. Der ist leider nicht gegangen, da hast du nur so ruckweise. Aber die Ansprache, ein Wahnsinn. Ja. Ich habe noch nie ein besseres gehabt wie die. Herrlich oben, bis zum D auf,
S, F. Das ist ja alles so leicht gewesen. A, As, E. Ein Wahnsinn. Ja, das ist sagenhaft. Hätte ich gern gemacht, aber mit einem anderen Zug bringt das wieder nichts. Wenn ich nur den Becher habe, das muss zusammen sein. Das Material war das auch. Garantiert. Ja, das sind viele. Ja, ja. Es ist ja auch jetzt noch so, dass Korninstrumente zum Beispiel von den 20er, 30er Jahren, Posaunen, da ist nicht, wenn da wer aufpasst hat, da ist nichts zu fressen und gar nichts. Nein, gar nichts. Heute hast du oft neue Instrumente, das kannst du nach 3 Jahren wegschmeißen, weil lauter rote Flecken sind. Ja. Also das muss als Material einfach komplett was anderes gewesen sein. Ja, zum Material muss ich einer sagen. Wollte man mal österreichische Instrumentenbauer einlegen. Oh, da sind ein paar Flecken drauf auf deiner Holten da unten. Und da gesagt, ja, das macht er nicht. Sondern da unten beim Bogen ein paar Flecken drauf. Nein, das mache ich weg. Das frisst sie durch. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Das war aber damals das Ende der 70er Jahre oder sowas, so herum. Oder Anfang 80 ungefähr. Und habe gesagt, nein, das lasse ich nicht machen. Ich sage, aber wir sehen. Das dauert ein bisschen lang und da hast du Löcher drinnen. Bis heute habe ich noch kein Loch. Die Holten haben immer unten Fleckerl, weil das ist Messing unten. Messing unten, und das kriegt die roten Fleckerl. Aber bis heute nicht ein einziges Loch. Nein. Nur dort, wo ich geschwitzt habe, lang bei meiner ersten, da habe ich ein bisschen was Neues machen, weil die Schrauben ist schon total dünn gewesen. Die haben es mir gemacht und ein paar so Sachen. Aber sonst nichts. Super. Wie ist es eigentlich dann dazu gekommen, das haben Sie vorher mal kurz angesprochen, dass Sie die eigenen Unterrichtswerke schreiben, Schulen schreiben, Tonleiterstudien, Rhythmikstudien? Weil Sie haben ja dann, ich glaube, vor 2000 weg oder so, auf der Uni Unterricht. Ja, so 10 Jahre oder 15, 12 Jahre. Es war nicht so lang. Ja, das habe ich schon vorher, Anfang der 80er Jahre, weil da habe ich den Verleger kennengelernt. Und Krähen, das haben wir mit denen immer aus nach Niederösterreich Wein einkaufen gegangen, weil er in der Nähe von mir gewohnt hat und weil er gewusst hat, ich bin auch Musiker und so, da haben wir halt geredet und das war, sind wir halt bekannt worden. Und irgendwann hat er mir gesagt, weil er gesehen hat, das Spiel, habe ich Noten vom Schmidt. Ja, der hat gesagt, hat er den auch verlegt? Ich habe gesagt, nein, der hat nur den Tonleiter verlegt, sonst nie was. Und der war schon tot in der Zeit. Und da hat er gesagt, so schade, es sind so schöne Sachen. Ich habe gesagt, ja, die besten Sachen. Und da hat er gesagt, können wir nicht was machen? Ich soll selber was schreiben, irgendwas. Und vielleicht kann man ein paar Sachen von ihm da verwenden. Und da habe ich draufgeschrieben, ein paar Etüden, ausgewählte Übungen von Franz Schmidt. Weißt du? Und ein paar andere habe ich die Ideen verwendet, selber zu schreiben. Weißt du? So, nicht ganz so wie er, aber ungefähr, weil muss ein bisschen mehr. Und er hat gesagt, dass wir es einfach machen, dass das nicht zu teuer wird für die Studenten und so. Einfach und das Wichtigste. Das habe ich genau gemacht. Die drei Schulen, überall das gerade das Wichtigste, und weil nebenbei brauchst du Etüdenhefteln und so. Ja, aber dass du auskennst. Und da habe ich halt angefangen, da habe ich halt ein paar Etüden und Schulen geschrieben. Ich kann mich erinnern, 1996, der Heinz Lehrig war mein erster Professor, das erste, was er gesagt hat, die Josel Rhythmikstudien kaufte. Das war so wichtig, deswegen, ich habe sowas noch nicht gespielt gehabt vorher. Das gibt es ja nirgends, weil mein Lehrer hat das mit mir durchgemacht, der hat ja das geschrieben auch. Und da habe ich auch viele Sachen von denen rausgenommen, viel, aber so ähnlich geschrieben, nicht ganz so wie er, nur die ganzen Rhythmen. Weißt du, da gibt es ja so viele Rhythmen, wenn du das genau spielen willst, brauchst du nur auflegen, das ist total wichtig. Ja. Weil das hat es ja nie gegeben, dass so Rhythmusübungen. Bis dorthin nicht. Ja, oder sonst sind so lang irgendein Rhythmus, ganze Seiten, Etüden mit einem Rhythmus, das ist auch zu fad, zu lang. Ja, das stimmt, das sind kurz und bündig. Ja, ja.
Das ist also ein bisschen größer wie ein Filmformat. Genau. Es ist ja so, das ist genau geschehen, weil die meisten wissen jetzt, wann sie ausmachen sollen, oder sollen sie ohne Atmung spielen, so die, da, 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 da. Die meisten spielen halt die. Da gehört eine ganz kurze Trennung, macht immer, weil sonst klingt so klirrwach. Es sind jetzt fällt mir das wieder ein, Atemzeichen einzeichnen. Ja, und das muss genau ja mit einem normalen, bei der Marschmusik ist es am leichtesten zum Erklären. So 47er Marsch, der Anfang, da, di. Das ist die richtige Länge, nicht? Da, di, di. Weißt du, so. Es muss immer blond sein zwischen den Noten. Di, di, di. Weißt du, das ist schon Rhythmus. Die zweite geht schon besser an. Ganz einfach, wenn man reden will drüber und so über solche Sachen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ich sage auch immer, wenn ich es die Schüler erkläre, zwischen die Noten am Platz lassen. Ja. Ein bisschen ganz, Luft. Ganz. Es gehört ja nur Spur, eine Spur getrennt. Immer beim, wenn es so übergebunden ist. Die, da, wenn man anstoßen muss, muss man ein bisschen, eine hundertste Sekunde gehört haben. Also und es klingt so oft nie wach vom Rhythmus her, die ganzen Blaskapellen, wenn sie marschieren so. Ich tue ein bisschen übertreiben, aber es kommt in diese Richtung hin, würde ich sagen, wenn du es nicht genau spürst. Das muss ein Heben, überall das Wichtigste, der Rhythmus. Weil sonst klingt es immer ein bisschen so wie mit dem Phasenauge. Genau. Für diese vielen Partien, die ich gespielt habe, egal ob klassisch, Kammermusik, Jazz, Trio, alles mögliche, Blasmusik, gibt es da so herausragende Auftrittserlebnisse in Ihrem Leben? Reisen, Konzerte, so Highlights? Im Großen und Ganzen schöne Konzerte. Mit Karian, mit Bernstein, mit Böhm war es auch. Waren überall schöne, so herausstechende, irgendwas über drüber. Ja, Falstaff, in der Oper Falstaff, mit dem Bernstein, wie er das erste Mal gekommen ist. Das war mal hervorragend. Ganz hervorragend, die Aufführung. Das war fast wie, das hat geswingt von Anfang bis zum Schluss. Das ist so selten gehört. Konzerte, da hat es viele gute gegeben, aber momentan fällt mir gar keine ein. Mit Karian schon, der hat auch das Gefühl gehabt. Ja, oder mit dem Josel-Trio zum Beispiel. Trio, Sie haben ja da viel in Salzburg gespielt. Ja, ich höre mir oft meine Sachen an und dann da fällt mir nichts ein, dass das über drüber war. Wenn man sich selber hört und ein bisschen hineinhört, kritisch hineinhört, dann ist man mit fast nichts zufrieden. Das ist ja das Blöde. Das ist das Blöde. Gibt es schon ein paar, aber in Molde, Jazzfestival in Molde, da haben wir noch eine Session gehabt mit Sunny Street. Altsaxophonist, Sunny Steel, der hat so gespielt wie der Charlie Parker, der war in seinem Alter auch und der unheimlich, und der Dexter Gordon. Die zwei da haben sogar ein Foto, wo die zwei drauf sind, mit denen habe ich spielen dürfen. Session, das war ja schon ein Höhepunkt. Die zwei Saxophonisten damals, ich glaube, das war Ende der 70er Jahre. Ja, mit Gould auch immer. Und das war immer klasse. Und unsere, da haben wir alle Jazzfestivals abgespielt in Europa. War das eigentlich jemals ein Problem oder eine Schwierigkeit, wenn man jetzt Josel-Trio spielt mit einer Big Band Jazzfestival und dann muss man, keine Ahnung, einen Falstaff spielen, eine dritte Maler, einen Ring, dieses
musikalische Umstellung. Ja, Umstellung, das schon. Nein, da muss genau ein Trennband nehmen zwischendurch. Bumm, das ist ganz was anderes. Klassisch ist anders und Jazz-Seiten ist auch anders. Das muss man sofort trennen, überhaupt nicht. Mir hat das nie was ausgemacht. Nein. Weil sie immer gesagt haben, vorher, oh, der Jazzmusiker, wenn der so weiterspielt, der wird schon sehen, den wird es gleich raushauen da draußen. Ja, ja. Ja, aber ich spiele, bis zum Ende habe ich noch spielen dürfen. Ja. Ja, und das ist ja leider heute auch noch sehr oft so, dass das ein bisschen, wenn man jetzt ein klassischer Musiker ist, dass das Jazz etwas verweigert wird wird. Immer, ja. Und das finde ich so schade. Ja gut, für einen Hohtrompeter ist es... Nein, das ist was anderes. Das lässt sich, glaube ich, nicht vereinen. Die allerwenigsten. Das lässt sich nicht vereinen, weil der muss ja ganz anders drucken und so. Weil ohne Drucken geht es gar nicht. Und dauert oben, das geht auf keinen Fall. Mhm. Also der Klassik, glaube ich. Dann spielst du Pianissimo mit der C-Trompete. Nein, unmöglich. Ja. Aber so war das früher. Die haben mit Jazz überhaupt nichts anfangen können und haben so alle gesagt, hört auf mit eurer Negermusik in der Steiermark, überall, wo wir gespielt haben. Wir waren nicht die Ersten, die da gespielt haben. Das war schwer. Ja, das weil war Nummern haben wir ja keine gehabt. Wir haben ja alles, wenn einer Schallplatten gehabt hat, da haben wir alle runtergeschrieben. Jeder recht und schlecht. Mhm. Und jeder hat dann verglichen, das ist ein Fehler, da habe ich einen Fehler gemacht. Und der andere hat gesagt, ja, das gehört so. Mhm. Und so sind wir immer hingekommen, nur durch Plattenherren und oft nur ähnliche Harmonien, nicht die richtigen. Ja, ja. Da sind wir oft draufgekommen, wenn Gastpartien da waren und haben wir schnell in die Noten geschaut, wenn in der Pause da, was war denn bei der Nummer? Ja. Und irgendeiner hat halt immer noch schauen können. das ist ja so eine Harmonie und so. Ja, aber da lernt man irrsinnig viel. Ja, das schon. Wenn man es overhört, beziehungsweise dann kontrolliert. Ja, da haben wir oft ähnliche Harmonien geschrieben, die so ähnlich klingen, aber das waren nie die richtigen, habe ich eh noch Noten von damals. Das war ganz schwer. Ganz. Und überall waren wir nur die Negerkapelle, die weiße Negerkapelle hat es geheißen. Ja, aber auch von den Noten her, es war nichts zum Kaufen. Es hatte nichts zum Kaufen. Nein, hat es nichts gegeben. Ja. Ja, einmal haben wir Rotkreuzball gespielt und da haben wir gesagt, da waren wir da habe ich Klavier gespielt. Und da waren wir zu viert, ein Saxophon, Klavier, Bass, Schlagzeug. Und haben einen Vertrag gemacht, wir spielen nur Jazznummern. Als zweite Partie waren wir so. Und da, wie es gegen Ende gekommen sind, ist halt der Chef vom Roten Kreuz, der vom Ball und so zu uns gekommen. Kannst du nicht einmal einen Walzer spielen? So einen Walzer jetzt, es ist schon bald Schluss. Spielt einen Walzer. Nein, wir haben das im Vertrag, wir brauchen keinen Walzer spielen. Aber spielt einen wenigstens. Und da hat er gemeint, und ich zahle einen 100 oder irgend sowas war. Ich habe gesagt, gut, aber nur einen Jazzwalzer. Haben wir es nicht gespielt? Der hat das aber gefressen. Ja. Vertrag ist Vertrag. Ja. Aber viele solche Sachen, aber das super. Müsste alles aufschreiben. Gespielt haben wir ja Matura-Grenzchen, mindestens 50 zwischen 50 und 100 Matura-Grenzen in Graz. Und da dem Steirauf und überall, wo es so war. Ein Gaudi war es schon. Aber da haben wir schon immer Jazznummern gespielt. Die Jungen waren da schon. Und natürlich die Schlager da damals von den geheißen Fico Toriani und Peter Alexander und wie die Alten alle geheißen haben. Die Schlager von da haben wir es spielen müssen. In Graz war das immer schon ein bisschen mit die Jazz-Szene, da hat man sich leichter dann Graz. Ja, da hat es ja immer kleine Clubs gegeben, immer einen Keller. Da waren viele. Ich war im Eckenberg draußen gespielt, war ein paar Jahre einer. In der Innenstadt waren auch zwei. Und dann sehr oft
gespielt haben wir immer in Wohnungen, probt haben wir immer. Der Schlagzeuger hat eine Wohnung gehabt, da sind wir bei ihm einmal gekommen, einmal am Abend haben wir spielen dürfen, bis um 10 Uhr, haben wir halt um 7 Uhr angefangen, haben wir gespielt. Und dann zu uns sind sie gekommen, da haben wir auch spielen dürfen am Abend und da haben wir so vier verschiedene private Wohnungen gehabt bei Familien, wo wir spielen haben dürfen, wo wir proben haben können, so bis zu 7 Mann, mehr nicht. Das wird zu laut worden. Aber alles ohne Dämpfer. Alles ohne Dämpfer. Wir haben immer schon spielen dürfen, das hat niemand gestört, hat sich niemand aufgeregt. Aber heutzutage darfst du nichts mehr machen, gell? Überall Lärmwälte, brauchen sie überall Lärmwälte, durch ganz Österreich, genau. Wenn du fährst, überall Lärmwälte, wo auch nichts ist. Da raus, Westautobahn, da sind nur Wiesen und keine Häuser. Die Leute sind so arm, sie werden geschädigt. Aber da gehst du in die Diskothek und da kannst du überhaupt nicht einmal ein Bier bestellen, ja, weil es so laut ist. Ja, aber, wo soll das? Da brauchst du keine Lärmwälte. Ja, oder in der Stadt auch, die meisten wohnen da direkt an der Hauptstraße und so, viele da. Brauchst du da keine Lärmwälte? Da hilft die doppelte Fenster auch nicht viel. Nein, da hörst du durch, ja. So wie in Japan, da fährt er durchs Hotelzimmer durch, direkt. Oft fährt's, so sind da oft die Straßen gebaut, Doppelstraßen, dreifach und blum, blum. Ich habe keine Lärmwände. Lieber Herr Josel, Sie haben mir da jetzt so viel gesagt und ich habe so viel erfahren, das war so interessant für mich. Ein super Interview. Ja, hoffentlich ist was geschätzt. 80 Jahre Musik. Ja. Oh, da sind super Sachen dabei. Ja, jetzt ist schon 83 Jahre. 83 Jahre, Wahnsinn. Bald 84. Bald vielleicht geht noch ein bisschen. Ein bisschen geht noch. Vom Ansatz her, wenn ich ein bisschen zulege, geht es noch ein, zwei Jahre. Ah, auf jeden Fall. Ja, okay. Das mit den Zehnt passt. Nein. Super. Solange es geht, oh, da muss ich aufhören. Ja. Wenn es schwierig wird. Gehen wir halt nur mehr ins Schweizer Haus. Genau. Ja, ein Wein muss schon her. Das ist schon da. Zum Heurigen muss ich schon gehen. Das gehört dazu. Das gehört ja, aber ich habe auch immer nebenbei Sport gemacht, viel Tennis gespielt, nebenbei. Mhm. Ja, Golf, Rad gefahren und viel gewandert immer. Mhm. Wenn du immer was machst, was nichts tun, ist schlecht. Ist schlecht, ja, ja. Weil schlecht. Nicht extrem, so wie extrem klettern oder so und runterfallen. Ein bisschen die Enge, genau. Ja, extrem nicht, aber immer so gemacht, dass ich nicht zu fett wäre. Ja, dass man Kraft hat. Ja, einmal habe ich wie so 30 Jahre, 31 Jahre, wie ich von Graz nach Wien gekommen bin, da habe ich eine Zeit gehabt, da habe ich 15, 16 Kilo oder fast 20 Kilo mehr gehabt wie jetzt. Mhm. Weil jetzt habe ich bei 70 herum, 70, 72 halt dazwischen immer. Das halte ich immer. Mhm. Und damals habe ich bei 90 gehabt, 90, 91. Und das war einmal im Winter, da habe ich mir gedacht, na zack, ich plage mich beim Schuh anziehen und da. Fürchterlich. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Dann bin ich so zornig geworden auf mich selber. Ich habe gesagt, wieso bist denn du so blass? Auspasta, das war im Winter. Auspasta. Ich bin Eislaufschuhe kaufen gegangen, weil ich gesagt habe, Eislaufen habe ich in Graz auch immer gemacht. Und so. Was kann ich in der Stadt machen, schnell, dass ich irgendwas tue, nicht nur spazieren gehen. Ja, Eislaufen ein paar Mal in der Woche. Und einschränken. Ich habe enorm gegessen bei der. Wir sind ja immer nach der Oper, nach dem Konzert, ausgeheiratet gefahren und solche Schweinsbraten und Dings gegessen, doppelt und dreifach, dann schlafen gegangen, so mit vollem Bauch schlafen gegangen, nächsten Tag aufgestanden, schwer aufgestanden und Probe um 10 Uhr, immer um 10 Uhr beim Karrieren war es oft um 9 Uhr schon. Wow. Und nachher, Nachmittag, wenn ich nichts gehabt habe, bin ich wieder liegen gegangen, aber das war selten, weil wir immer was gehabt haben, eine Probe oder was. Und am Abend dafür wieder Essen und Dings. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Deswegen habe ich das so zugenommen. Und da habe ich den Eisschuh genommen und gesagt, bumm, irgendwas muss ich machen. Und
die Hälfte weniger. Habe ich angefangen, die überall weniger, sowieso essen, weniger Bier und Wein und Dings, alles zusammen. Schnäpse nicht, weil das habe ich von den Jazzmusikern damals gelernt, das mache ich nicht, weil sonst bin ich tot. Ja, du bist tot. Ja, und da habe ich das innerhalb eineinhalb Jahre schön langsam, wirklich runter, bis ich so auf 85 war. Weißt du, 85, 84, das habe ich lang gehabt, dann bin ich ein bisschen auf 80 und seit 30 Jahren habe ich immer so 70. Mhm. Ja, da habe ich noch mehr gemacht, weil dann habe ich mehr Zeit gehabt, den Sommer und so. Aber angefangen mit Eislaufen, das war gut, dass ich immer was gemacht habe, aber ordentlich. Habe ich auch ordentlich laufen können, habe ich da in Graz schon immer alle gegangen. Also ein Jazzmusiker. Ja, da habe ich, mit Fatty George war ich ja oft unterwegs. In Hamburg habe ich aufgenommen. Er solo und ich fünf Posaunen. Da habe ich eher Aufnahme. Da sind wir ein paar Mal nach Hamburg gefahren und auch andere Aufnahmen. Und da sind wir hingefahren. Fatty George hat es lang gespielt da in der Kaspar oder Käse-Restaurant oder Kaspar. So, ja, da sind halt die ganzen Girls dann nachher hingegangen. Der hat bis vier in der Früh gespielt. Und so vom Rotlicht-Milieu sind halt. Und so. Und die haben halt alle gesoffen. Und Schnaps. Und die Musiker fest Schnaps. Und dann, wie ich da mit dem Aki Börsen gespielt habe. Aki Börsen, der schwedische Bassonist, sehr gut, das war einer der besten da in Europa. Ein klasse, also ein Klassentanzer. Aber der hat Schnaps getrunken nach und nach. Ein Wahnsinn. Die ganzen Partien, die Musiker, ob das Schwarz oder der Rote, die haben so viel im Jazzclub, ich habe da oft mitgespielt, in Deutschland draußen, alles Schnäpse gesoffen. Und ich habe da auch müssen mittrinken, aber ich war dann am nächsten Tag immer fertig, als Bub. Und da habe ich gedacht, nie, wenn ich wollte Jazzmusiker werden, weil damals, wie ich in Graz war, die letzten Jahre, ist mir das schon so weggegangen. Erstens einmal der Verdienst, der war nicht besonders. Und dann die Operetten spielen. Und ja gut, das ist mir schon so am Weg gegangen eigentlich. Obwohl die Musik war ja wenig, aber das, die Texte anhören, das habe ich nicht lernen können, die primitiven Texte da oben. Und ich wollte weg und gesagt, aus, wenn ich das Wien nicht gekriegt hätte, war ich in Deutschland in einer Big Band gelandet, weil da habe ich schon gespielt gehabt. Da habe ich von Max Greger bis angefangen, bis Hamburg in der Big Band, da habe ich sogar einen Vertrag, den habe ich heute noch da, den habe ich nicht unterschrieben, weil das Wiener Probespiel dazwischen war und das habe ich in Wien gekriegt und jetzt habe ich das nicht gebraucht. Aber ich werde noch in einer Big Band gelandet. Die haben damals 400 Mark, 500 Mark haben die gehabt im Rundfunk. Und ich habe in Graz 400 Schilling gehabt. Ja. Das ist ja was anderes. Deswegen habe ich gesagt, bin ich deppert, wo soll ich da spielen? Das ist so fad. Immer, nein, ich spiele lieber. Da wäre Jazzmusiker, ist wurscht. Nur trinken darf ich halt nicht, so wie die anderen. Ja. Das war auch dabei. Das war ein Grund, wieso ich nicht gedacht habe, wenn ich Musiker wäre, ist doch besser Klassik und spiele nebenbei als Hobby-Jazz. Sonst wäre ich richtig Jazzmusiker, weil hätte ich nicht mehr Klassik gespielt. Weil ich war da ein bisschen sauer in Graz. Irgendwie hat es mir nicht so getaugt mehr. Nach den paar Jahren immer das Gleiche, ein Leben lang das Gleiche spielen, bumm, ich habe es ja da auch gemacht. Aber das war ja was anderes, Qualität und finanziell alles anders. Ja, und auch das Repertoire ist ja sehr viel. Nein, das kann man nicht vergleichen mit Graz. Ja. Das war schon wichtig, ein Schlag als Schlag, wie sagt man dazu, das hat es ausgemacht, die Sauferei, die einer Seite. Ein Schnaps ist gefährlich. Ja, das sind etliche Sachen, die mir so einfallen. Auch viel habe ich aufgeschrieben, weil nur die Stationen, wo ich überall gespielt habe. Aber wir haben jetzt da einen super Überblick einmal gekriegt, auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Gern.
Und ich muss das auch jetzt alles erst einmal vorhaben. Ja. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, viel Gesundheit, lang Freude, ja, was anspielen. Danke. Guten Ansatz. Ja. Und auch ein herzliches Dankeschön an meine lieben Hörerinnen und Hörer fürs erneute Dabeisein. Und bis demnächst bei einer weiteren Episode von Schiffgas Music Talk.